Ja, was auch immer das für eine Hundescheiße ist. Es war ein Tag. Guten Morgen. Das ist heute der erste Mann, der mir entgegenkommt. Und diese Kleidung ist alles andere als angemessen. Ich bin splitternackt und wurde gerade von meinem Bäcker geweckt, weil die Bauarbeiten dann wieder aufgehört haben. Und ja, 3 Minuten später kommt dieser Mann. Warum bist du hier? So, der nächste trifft ein Gummo. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wie geht's? Alles in Ordnung, muss ja. Frühstück, beziehungsweise an dieser Stelle sogar mein Gewinnerfrühstück. Fanboss Panda und Nudeln. Ja. Ich bin hochmotiviert und heute ist vielleicht endlich der Tag der letzten Wanderung. Damals, wo hunderte Bäume umgeknickt sind, hat es uns nicht erwischt. Leider. Oder heute wird es nicht erwischen. Das ist nicht wahr. Moin. Moin. Enrico, mein Freund. Bist du motiviert? Wir können uns heute auf jeden Fall wehren. Nochmal kriegst du keine gebrochene Nase. Naja, eigentlich, ja gut, das ist halt, ne, es ist halt nicht wirklich stabil, aber ich würde es trotzdem hinkriegen, den anderen diesmal die Nase einzukloppen. Ich glaube nicht, dass wir auf jemanden treffen werden bei dem Wetter. Ja, du musst, na klar, gibt genug Verrückte, du musst halt nur mit der Keule, du musst es so von hinten nehmen und so schlagen. Also nicht so hier, gut, gut, sondern... Ja. Ein Jahr hätte gereicht, ja, alles gut, ja, danke. So, das erste wurde gesoffen und zwar dieses Bier, was 2016 ablief. Der erste Pfeffi, das kann nur ein guter Tag werden. Es ist 12 Uhr ungefähr und der Enrico sieht auch gut aus. Das habe ich meinem Flock gar nicht erklärt. Das ist quasi ja, so ein, also ich will es nicht sagen, so ein Förster-Outfit, um euch im Notfall zu retten, sondern eher, das ist quasi, die Maske ist ja so rot, weil es eine Warnmaske ist. Und ich bin quasi die Person, die im Notfall eines Notfalls eure Leichen schänden wird. Bist du Eintracht-Fan? Ich bin Fan von einer Tracht Prügel mit dieser Keule. Ja, okay. Ja, es geht darum, du sollst dein Gehirn quasi umprogrammieren. Also dein Hirn, wenn es gewisse Videos sieht, stößt halt irgendwelche gewisse Stoffe aus, die dafür sorgen, dass du dich quasi belohnt fühlst. Aber du hast ja nichts geleistet. Du hast ja einfach nur www.schlagmichtot.de oder .com oder .org, was auch immer, gesucht und hast dann eben deine, dich dafür belohnt. Genau deswegen ist ja Porno gucken so effektiv und auch empfehlenswert. Hä? Oder? Was so schön losgeht heute hier. Frühstück ist immer die wichtigste Grundlage eines erfolgreichen und körperlich und mental anstrengenden Tages. Deswegen gibt es heute Holzofenpizza, Döner, Hähnchen. Was gibt es bei dir, Enrico? Ich frage mich, warum der Mann so stark depressiv ist. Bekommst du von deiner Freundin auch Arsch? Spannend, dass es heute beim Sergeant gibt, aber das Angebot ist momentan... Ach hier, doch hier. Ist auf jeden Fall... Edelsalami? 5,29 sind wirklich mittlerweile Preise. Deswegen gibt es Cabanossi-Stangen. Effektiver. Und günstiger. Oh. Max hat gerade gefurzt und die Bedienung wird es riechen. Vielen Dank. Nee, danke. Ich bin Freiberufler. Das Wetter ist noch viel zu human, muss ich sagen. Frühstück wird hier eingenommen und hier auch. Wird ein geiler Tag. Trennmaterial. Mensch. Was denn? Ja. Yeah. So, natürlich wird die Umwelt geschont. Ach, war knapp. Rüstele.
Also, wie lange ist jetzt die Route? Wahrscheinlich so 10 Kilometer. Knapp. Zeitlich? 8 Stunden mit euch. Gibt es ein besonderes Ziel auf dem Weg, außer sich zuzulöten? Ja, wir sind hier, genau hier werden wir wieder stehen. Das besondere Ziel ist, die 8 Stunden zu verlieren, indem wir uns gut saufen und wir dann Leute immer wieder machen. Ja. Das. Ich bin unbeweglich. Das Wetter bisher ist noch sehr angenehm, relativ wenig Wind, gar kein Regen in dieser Sekunde. Wir sind gut ausgerüstet, ich bin sehr gespannt. Eieiei. Auf dich. Da oben. Skull. René Prokop. Wer auch immer das ist, da gehen wir jetzt lang. Wie findest du es bis jetzt? Geil. Oh Junge, der Mann hat einfach den Schirm mit. Der Mann hat einen Schirm mit. Ich kann ihn mehr. Ja, einfach nur schön. Diese Stille, diese Natur, wundervoll. Sind sie eben das erste Mal ausgerutscht und zwar genau hier. Es ist alles jetzt schon glatt und absolut furchtbar. Naja, es gehört dazu. Dafür gibt es ja Schnaps. Da wird natürlich nichts in die Umwelt geworfen. Vor laufender Kamera. Ja, Schirm ist aufgrund meines Ego-Komplexes jetzt zur Waffe geworden. Man muss ja seine Männlichkeit beweisen. Ne? Wo sind die anderen? Achso, da. Das ist ja schließlich ein toxisches Männerwandern. Ja, selbstverständlich. Naja, da hat ja im Schirm wirklich nichts verloren. Ja, wirklich äußerste Obacht, das ist sehr glatt hier. Obacht! Obacht! Also heute hat sich der Sergeant auf jeden Fall was rausgesucht, um uns so richtig zu quälen. Das ist doch kein Weg. Das ist doch einfach nur grausam. Mein ganzer Arsch ist voller Matsch. Ja, wie Enrico, Alter. Das ist ein Kampf. Ja? Das machen. Man muss sich dran gewöhnen, sich der Sache stellen. Sonst gehst du ja zugrunde nach einer Stunde. Ja. Der Weg ist zwar sehr glatt und man muss vorsichtig sein, aber hier sieht es wirklich schön aus. Also hier ist es scheinbar sehr oft feucht. Ich habe das Gefühl, wir wandern durch die Oma des Sergeants. Jedenfalls regnet es nicht und es ist sehr angenehm. Wie bitte? Wäre ich Soldat und müsste dort oben stürmen, dann würde ich warten, bis du runterkommst. Weise Entscheidung. Oh, Junge, der Baum ist kokainabhängig. Alter, ich brauche dringend noch ein Bier, aber ich habe keinen Bock, den Rucksack wieder abzusetzen. Das ist wirklich eine sehr mystische Wanderung, aber die ist sehr naturell. Also, ja, was denn? Das ist ja so das erste Mal, wo du hier mitkommst. Wie findest du es denn eigentlich, ehrlich? Ich freue mich, dass wir uns gerichtet sind. Ja, leg mich da am Arsch. Ja, es wird immer steiler. Aber es ist echt schön. Enrico, ich brauche mal bitte deine Kraft und Hilfe. Was? Und zwar aus dem Rucksack ein Corona zu entnehmen. Du brauchst mich doch nur für irgendwelche albernen Zwecke. Ich dachte, du brauchst ja meine Kraft. So, dreh um. Weißt du, hättest du jetzt gefragt, ob ich irgendeinen Wildwanderer das Corona über den Schädel gezogen wäre, da hätte ich mich gefreut. Aber wenn du mich hier um solche lächerlichen Lappalien bittest, ich muss tanken. Bin ich schon ein bisschen enttäuscht, ja. Ich muss tanken. Bitteschön. Ich habe ihn nie gefangen. Was? Ja. Nie gefangen? Ich muss jetzt suchen. Der Natur interessiert so ein Bierdeckel einen absoluten Scheißtrick. Genauso wie die ganzen Leute, die die Natur verteidigen wollen. Die Natur an sich interessiert es überhaupt nicht. Ja, das ist halt so. Ich weiß, es klingt krass, aber es ist halt die Wahrheit.
der Natur, selbst wenn die Natur ausgerottet wird, dann interessiert es die Natur auch nicht mehr, weil es sie dann auch nicht mehr gibt. Es wird Zeit, dass wir ausgerottet werden. Dann interessiert es mich auch nicht, weil dann bin ich halt weg vom Fenster, aus der Lauf der Dinge. Oh, doch. Doch, das geht. Oh, Mann! Ja, warte mal, ich setze erstmal einen neuen Wegpunkt. Oder nee, der Wegpunkt muss oben gesetzt werden. Ja, fang mal. Der neue Wegpunkt muss da oben gesetzt werden, wenn ich es geschafft habe. Alter, ich... Na los. Das ist wirklich sehr steil. Hast du irgendeinen Tipp? Ich sag's euch, Alter, dieser Mann da hinten, der ist einfach böse. Das ist das pure Böse. Das ist so. Hier kann man doch nicht wandern, Alter. Das ist ja. Oh Gott, oh Gott. Oh, nee, das ist ja. Also bei, wenn es gutes Wetter ist, ist es ja okay. Aber wenn alles nass ist, dann ist das ja wirklich kein Vergnügen. Aber oh, es ist. Sag doch Bescheid, bevor du fällst. Der raucht ja. Der Enrico ist ja immer noch nicht oben und du rauchst ja während des Aufstiegs. Ihr habt es einfach nicht anders verdient, wirklich. Nee, mir gefällt das hier wirklich, muss ich gestehen. Das ist eigentlich genau das, was wir gebraucht haben. Meine Herausforderung, wo ich auch das Gefühl habe, dass man mal was Neues erlebt. Nächstes Mal, wirklich, wir wandern nur noch in Dresden. 30 Kilometer habe ich da im Kopf, alles Straße oder Gehweg. Wir brauchen Stock und Stein und Wetterungereimtheiten. Wir müssen über uns hinauswachsen. Ja, nur wenn man leidet, kann man auch wachsen. Ja. Nur an Schmerz und Verzweiflung kann man wachsen. Weißt du, was ich gerne wachsen sehen möchte? Ja, leider weiß ich das. Den und, Glied in meiner Hand. So ist es Leben, Alter! Wenn es dir nicht passt, dann geh! Ja, die hab ich echt nicht geil. Nice. Ausgezeichnet. Musik ist wichtig und richtig. Wie heißt denn eigentlich die Playlist, die wir immer hören? Find's? Yeah! Ich hab nichts zum Öffnen. Hast du das zum... Ach doch. Der Enrico hat den gesamten Pfeffi gesoffen. Und wie läuft's denn bis jetzt so? Es ist 14 Uhr. Um 17 Uhr müssen Stimmt wir... Stimmt gar nicht. Müssen wir um 17 Uhr müssen wir in Dresden sein. Ja. Ich hab mich jetzt dazu entschieden, eine sehr, Einzige, was sehr, ich muss, sehr kurze Tour sterben, zu machen. Alter. Eine sehr, sehr kurze Tour wird es auf jeden Fall. Ist die Reise sogar gemäß Lümmel? Genau, korrekt. Ex doch mal für die Story, Bro. Kostet mittlerweile 1,69, Alter. Absolute Frechheit. Da kann man so nie exen, sorry. Da geht man in die Techno-Clubs, da findet ihr die Drogendealer. Na, endlich kommt man ein bisschen von dem Unwetter hier an, aber viel zu wenig. Ich will den Blizzard, ich will den Sturm, ich will den Starkregen. Kamel, du Potze! Kamel, Alter, wo bist du? Du hast uns verraten, beim nächsten Mal kommst du mit wandern. Der Marsch wird fortgesetzt. Es ist einfach nur schön. Da vorne sehen Sie übrigens den sächsischen Busen. Oh, ich habe eine Fliege im Auge. Oh nee! Warte mal, sieht man das? Ja. Alter, ich habe wirklich ein Tier im Auge. Es ist so schön. Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön! Komm, geht weiter, Max. Mein Freund. Max, mein Freund, es wird runtergeklettert. Max, mein Freund, es wird gerichtet. Nee, es ist gerichtet, genau. Ich wünschte, es wäre gerichtet, dann wäre ich jetzt nicht hier. Ja, dann würden wir beide unsere
Benzin. Oh nee, Alter, das war schon wieder viel zu viel. Das Risiko für Leib und Seele ist hoch. Bitte mach das nicht nach, wir sind professionell. Oder in einer Achse. Aber stattdessen wird es einfach mal. So, jetzt ist das Wetter endlich mal so, wie ich es bestellt habe. Und ich muss echt sagen, ich bin langsam zufrieden. Jetzt fehlen mir noch massive Winde und Schnee. Graupel, Hagel von der Größe von einem menschlichen Ei. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden, wenn wir wieder zu Hause sind. Bist du zufrieden? Ich bin in die Zone. Jetzt in die Zone. Bist du zufrieden? Geht mal in die Techno-Clubs, da findet ihr die Drogendealer. Das hier ist genau das, was einen noch lebendig fühlen lässt. Das ist geil, Alter. Diese Kälte, diese Feuchtigkeit, dieser Wind. Das alles in der Natur. Das ist so wunderschön. Das ist so geil. Ich liebe es. Ihr fühlt es auch. Rico, hol mal bitte noch ein Bier aus dem Rucksack. Geht mal in die Techno-Clubs, da findet ihr die Drogendealer. Ein Bier. Nicht das Abdecken, ja. Servus, nichts Abdecken. Bitte Bier. Bier, okay. Wie viel habe ich noch drin? 34 Zentimeter hat der Schwanz des kleinen Schänders. Ich habe dein Bier, es ist das letzte Bier. Deswegen, Alter, 34 cm, ne, es wird eh keiner glauben, aber die wissen es, die es schon erlebt haben. Also ohne Scheiß, die Box ist wirklich krank, Alter, die überlebt einfach alles. Deswegen, eigentlich könnte ich da aus dem Hotel so ein Bordell machen. Könnte ich machen mit den 34 cm, wisst ihr. Aber stattdessen wird gesoffen und sich das Leben absolut zerstört. So sieht Zerstörung aus. Schalalala. Doch wir machen guten Content draus. Schalalala. Ja. Alter, Enrico, jetzt mach dieses letzte Bier weg. Ey. Ich uriniere auf deine Urne. Du kriegst kein Holzsarg, das ist dir schon klar, oder? Weißt du, was ich zur Beerdigung will? Dass alle meine Ex-Freundinnen waren ja alles so Menschen, auf die ich auch abgefahren bin, ne? Mit denen ich gerne Geschlechtsverkehr hatte. Es gibt da wieder Drogen, übertreib's nicht. Wenn die ganzen Ex-Freundinnen an mein Grab kommen und meine Leiche bumsen würden, dann würde ich mich jetzt gerne tot saufen. Und ich weiß, durch dich wird es so passieren, denn du wirst es organisieren. Mach ich. Also werde ich mich jetzt so tot saufen. Wenn du an diesem Stück stirbst, dann organisiere ich das, versprochen. Ich werde ein Kind zeugen. Geil. Von allen Frauen, die ich mal geliebt habe. Wie geil ist denn dieser Todeswunsch? Dear Sergeant, hast du noch Bier? Nein. Wir haben jetzt wie viel Prozent der Reise abgeschlossen? 60% ungefähr. Findest du das Baba oder findest du das Baba? Da die, wie soll ich das finden? Also, wer, ich find das also mega sehr sportlich, geil. Erfolgreich ist es nicht der Tag heute, aber. Doch, doch, doch. Stimmt, ihr habt einen neuen Rekord geschlagen. Ja, guck mal, guck mal, sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber kann bitte mal einer abknicken, ich stehe doch genau sehr hier. Sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Sehr erfreut. Ja, ja. Die sind alle zu gesund, Chris. Keine Hoffnung, bitte. In die Tannen gehen. Enrico, bitte, danke. Was ist los? Ich hab Durst. Ich hab so ein schlimmes Bild von mir selbst und der Welt. Dass nicht mal das Saufen das irgendwie wieder gut machen kann.
Aber das Saufen kann wenigstens so ein Bruchteil dieser unfassbaren Scheiße, in der wir uns befinden, zu Gold machen. Nur deswegen saufen wir. Aus dieser verzweifelten Hoffnung, dass sich irgendwas verändert. Aber das Einzige, was sich verändert, ist der Moment. Und das finde ich in Ordnung, deswegen saufe ich jetzt. So, wir müssen jetzt noch 2,5 Kilometer laufen und sind im Zeitverzug, denn der Mann von rechts, der muss halt noch ein paar hundert Kilometer fahren. Alles Maul halten, alles Maul halten, alles Maul halten. Alles haben das Maul halten, einfach alle. Oh doch, ihr hättet euch genauso schnell zugelötet wie jetzt auch. Das ist eine Lüge und es ist alles ausgetrunken, was wir hatten. Und das macht mich sehr wütend. Gehst du eigentlich gerade taktisch vor? Ich gehe immer taktisch vor, weißt du, hab ich schon mal erwähnt. 3,42 Kilometer sind wir jetzt schon gelaufen. 3,42 Kilometer. Wir sind unterwegs seit 2 Stunden. Das macht man normalerweise in einer halben. Hast du eigentlich schon mal einen Mann befriedigt? Nein. Dann wird's Zeit. Eieiei, also Enrico, bitte auf die linke Seite. Wirklich die linke Seite, da kommen die Autos entgegen. Der Rest ist weg. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Ich hoffe, wir begegnen denen wieder. Und wir haben auf jeden Fall unsere Vorräte aufgebraucht. Was? Hier ist ja keiner. Wir müssen mitmachen. Ah, da. Hier links. Ich sehe sie im Wald. Ich sehe sie. Da sind sie. Sergeant! Haltet ein! Nee, ich bin gerade voll da reingetreten in diese gottverdammte Pfütze. Also ich muss echt gestehen, ich habe jetzt... Nee, der ganze Schuh ist voller Wasser. Der ganze Schuh ist voller Wasser. Oh, das fühlt sich so unangenehm an. Da vorne sind die anderen. Die haben die Schnauze gestrichen voll von unserem Trunkentum und unserer Geschwindigkeit. Enrico! Und das ist echt geil. Das macht richtig Spaß. Ich muss echt sagen, das ist einer der geilsten Wandertage überhaupt. Enrico, du hältst da doch irgendwo ein Bier zurück, ich weiß das. Ich halt. Was hast du gerade gesagt? Hast du noch ein Bier? Weiß ich nicht. Nein. Nein. Komm her. Komm her. Scheiße, jetzt ist er nass. Es ist nee, guck du mal nach, guck du mal nach. Nee, auf keinen Fall. Du guckst es nach. Nee, ich sehe da nicht und durch. Ich gucke in meinen Innentaschen, ob ich hier noch irgendwo kann. Nee, Alter, das ist das nur ist Bier. Nein, das ist... Oh nee, das ist eine Aufgabe, die ich nicht gewachsen bin. Okay, Pfeffi, habe ich keinen mehr. Oh nee. Da müssen wir mal in den Rucksack gucken. Ne? Gucken! Ne? Karl und Carla GmbH. So. Ich hab einen Energy-Drink. Na, ja, den können wir schon mal öffnen. Ich hab einen Energy-Drink. Aber ob ich ein Bier hab, das weiß ich nicht. Chips habe ich. Wir gehen hier auf, Alter. Die Chips. Nee! Alter, du. Das heißt hier zu treten, der ist jetzt endlich mal zu konsumieren. Ja, okay. Ja, kein Bier mehr. Also ich konnte das problemlos trinken.
Es ist offen. Aber das ist da alles Bier. Alles Corona. Das Problem ist, das ist alles kein Bier. Ich hab einfach Bock drauf gehabt. Die Wanderung neigt sich langsam, aber sicher dem Ende. Wir sind da, wo wir hochgekommen sind. Und ich bin echt froh, wenn ich im Auto bin. Die anderen sind da vorne. Also stehen genau, beziehungsweise laufen genau da. Und wir hängen etwas zurück. Eieieiei. Ja! Ey, ich weiß noch mal. Deswegen, Leute, guter Rat vom alten Schänder. Passt auf, dass ihr euer Genick nicht brecht. Dein Rico hat seine Box da runtergeschmissen und das war ziemlich geistlos. Ja. Und das macht mich sehr glücklich. Oh, ist das schön hier. Oh. Oh, einfach nur schön. Der Mann hat die Box gebogen. Ich bin sehr stolz. Wir sind wieder an der Treppe, das ist ein gutes Zeichen. Die Heimat ruft. Aber die Freunde sind nicht in Sicht. Ihr Verräter. Ihr seid fast so schlimm wie der Kamel, weil ihr seid nicht mitgekommen. Man wird ja hier direkt erwartet, Alter. Das ist so ein geiler Service. Junge. Ey. Mann, Alter. Vielen Massack. Ey, Junge, meine Wegzehrung, geil. So. Sergeant, bitte dringend um ein Resümee der Wanderung. 5 Kilometer innerhalb von 2,5 Stunden, mehr sage ich dazu nicht. Das ist ein guter Schnitt. Nein. Doch. Steig ein. Du hast mal pullern. Die wohlverdiente, ja, wie nennt man das? Nice. Genau. Aspartam. So, danke für die schöne Wanderung und fürs Heimbringen. Kommst du mal wieder mit? Enrico? Mach's gut. Junge, der Mann. Ach nee. Fünf Kilometer in 2,5 Stunden. 3 Stunden? 2,5 Stunden? 3 Stunden? Das ist erwärmlich. Maulzeug. An dieser Stelle muss ich dich leider das Video des Einzigen unterbrechen, um das hier festzuhalten, denn das stand genauso da, als ich nach Hause kam. Das Mädchen hat selber noch eine Packung von diesen Kümmerlingen zu Hause, von diesen Pfeffis. Und danke fürs nach Hause liefern des neuesten Stuhls der Chinesen. Kriege ich das mit einer Hand auf? Oh, ja, komm. Oh, geil. Der Pegel muss aufrecht gehalten werden. Boah, Junge. Dieser Tisch, der wird zeitnah den Besitzer wechseln. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Wanne, Alter. Das ist gut. Reicht. Jawohl. Schafft's kaum noch, ja. Ich kann nur nichts machen. So, Max, du könntest mal runtergehen und die Autotür. Ja, ich muss das Abend gespannt. Nee. Der. Achso, ja, nee, du. Ja,
Kinder, wo schon mit, kannst du ja mitkommen. Wie bitte? Was war die Frage? Ja, jetzt habe ich keinen Tisch mehr hier und ich hoffe sehr, dass Flexi-Spot das zeitnah ändert. Naja, mal gucken, was ich machen lässt. Danke fürs Anschauen dieses Vlogs. Auf Wiedersehen. Und es muss viel mehr gewandert werden, Alter. Nee. Hei, 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 hei.